Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Thema Schwerpunktthemen Flugsicherheit 2022 beim Season Opener 2022. Wie jedes Jahr möchte ich Ihnen einen Überblick geben über die Themen, die derzeit bei der EASA und im Rahmen der ACG zum Thema Flugsicherheit laufen und welche wichtig sind für 2022. Mein Name ist Andreas Winkler, ich bin Mitarbeiter der Luftfahrtagentur. Die wichtigste Frage, wenn wir uns mit den anwendbaren Gesetzen und Verordnungen beschäftigen, ist, wo gehöre ich eigentlich hin? Gehöre ich in die auf Seite der EASA-Regularien oder in das nationale System? Das ist dann in der Grundverordnung, dem sogenannten Annex 1, geregelt. Auf der linken Seite sehen Sie in etwa jene Luftfahrzeuge, die von den nationalen Regeln betroffen sind und auf der rechten Seite jene Luftfahrzeuge, die durch die EASA-Regeln EU-weit einheitlich geregelt sind. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo gehöre ich hin? Dazu ist es relativ einfach. Sie können auf Ihr Lufttüchtigkeitszeugnis sehen. Dort werden Sie finden, auf welcher Grundlage Ihr Luftfahrzeug zugelassen ist und auf Basis diesen finden Sie dann die anwendbaren Regeln. Wir haben wir jedes Jahr wieder das Übersichtsblatt aktualisiert. Sie sehen hier die Vorschriften, die Rechtsvorschriften im EASA-Bereich für 2022. Was hat sich so seit dem letzten Jahr getan? Wo sind Aktivitäten? Es gibt Bestrebungen, die Tragschrauber, die Gyroplanes in die EASA-Vorschriften aufzunehmen. Der Hintergrund ist, dass es einzelne Typen gibt, die über 600 Kilogramm sind und daher von den EASA-Vorschriften betroffen sind. Das betrifft Lizenzierung, Technik, Betriebsvorschriften und diese sind gerade im Erstellungsprozess. Ein laufender Prozess ist für den Bereich Part 21 Light, die Zulassungsvorschriften für den unteren Bereich der Luftfahrt. Dort die Erleichterungen umzusetzen, ist ein wesentlicher Punkt. Das läuft, hier gibt es klare Fristen, wie dieses Programm kommt und das ist durchaus im Plan und wird für die allgemeine Luftfahrt eine Erweiterung in den EU-Bereich bringen. Im Rahmen einer Arbeitsgruppe im BMK wurden die Safety Promotion Schwerpunkte für 2022 festgelegt auf Basis der vorliegenden Daten EU-weit und national. Das sind also folgende wichtige Themen, die heuer behandelt werden. Einmal ist es die sichere Landung nach einem Triebwerksausfall. Hier gibt es doch immer wieder Vorkommnisse und hier finden Sie auch einen Vortrag beim Season Opener 2022. Der Transport von Skydivers, von Fallschirmspringern ist EU-weit ein sehr markantes Thema, da es hier Vorfälle gibt und doch eine relativ hohe Anzahl von Unfällen und auch tödliche Unfälle in dem Bereich. Und hier hat man EU-weit ein Programm erstellt, um hier dieses Thema zu adressieren und die Sicherheit zu erhöhen. Eine ähnliche Problematik haben wir national festgestellt im Bereich der Ballonfahrt, um hier den sicheren Transport im Bereich des Ein- und Ausstiegs der Passagiere zu verbessern. Ein laufendes Thema ist natürlich die Integration der Drohnen. Wie Sie schon festgestellt haben, werden die Themen der Drohnen immer mehr. Wie kann man Drohnen in den Luftraum hier integrieren? Kleinere und größere Drohnen. Hier ist zum Beispiel das Thema U-Space und E-Conspicuity, wo auch von Seiten der EASA hier die Richtungen vorgegeben werden und hier eine Implementierung und ein gemeinsames Benutzen des Luftraumes möglich sein wird. Seit zwei Jahren sind wir mit der Covid-Pandemie hier sehr stark beschäftigt, das natürlich auch von Seiten der Luftfahrtbehörden ein wesentliches Thema ist, betrifft vor allem auch die gewerbliche Luftfahrt, wo Safety-Management-Systeme hier aktiv sind, die hier diese laufend ändernden Systematiken und Änderungen hier aktivieren, um keine Einschränkung in der Sicherheit der Luftfahrt festzustellen.
Die Kommunikation zwischen den Behörden ist immer sehr wesentlich. Hier ist ein Plan, diese auch dieses Jahr noch mehr zu verstärken. Sie werden das feststellen, dass die Austro-Control sehr stark hier mit dem Aero-Club gemeinsam Dinge im Bereich der General Aviation adressiert. Die Trennung zwischen kommerzieller Luftfahrt und nicht kommerzieller Luftfahrt ist oft sehr schwierig. Ja. Wir versuchen hier Informationen zu geben und gehen auch sehr direkt auf die Betreiber von einzelnen Webseiten ein, um hier die Standards, die von der EASA vorgegeben sind und auch national umgesetzt sind, hier zu adressieren. Für den Bereich der ATC ist es natürlich wesentlich, dass die Kommunikation gestärkt sind. Sie finden hier im Season Opener 2022 sehr viele Vorträge zu dem Thema und auch zum Thema Controlled Airspace und PBN Transition. PBN ist ein Thema, das wir gerade beim Season Opener 2022 immer schon sehr stark adressiert haben, da es eine zukünftige Art der Navigation und der Anflüge ist. Und hier finden Sie einige interessante Themen auch beim Season Opener 2022. Met, ein Thema, das sehr wichtig ist. Jeder Pilot kennt es. Die Meteorologie ist wesentlich, sie zu beachten. Und hier geht man noch einmal ganz gezielt auf den Forecast ein und welche Notwendigkeiten hier für den Piloten sind. Es ist wichtig, dass die aktuellen Risiken, die hier genannt sind, adressiert werden. Die Umsetzung ist jetzt nicht etwas, das nur die Behörden betrifft, sondern das betrifft hier jeden Betreiber. Alle gemeinsam sollten an diesen Zielen und deren Umsetzung mitarbeiten. Das Thema Fallschirmsprung-Absitzbetrieb wurde schon genannt, ist einer der Schwerpunkte. Hier kann ich direkt auf den 8. April verweisen. Es gibt hier einen gemeinsamen Workshop zwischen österreichischer Aeroclub und Austro-Control. Der Hintergrund ist ganz einfach, die Unfallzahlen in Europa sind sehr hoch. Es muss hier Maßnahmen getroffen werden, die die Sicherheit erhöhen. Im Workshop wird es darum gehen, was sollen Betreiber von Fallschirmspringer-Absitzflugzeugen machen, was haben sie zu erfüllen, was sind die rechtlichen Grundlagen, was sind die Sicherheitsrisiken, was kann man tun, um hier die Sicherheit zu verbessern. Und es gibt hier einige Vorträge, aber auch einen Workshop, eine Diskussion und es soll aus der Praxis hier Inputs gegeben werden, wie man die Sicherheit verbessern kann. Austro-Control arbeitet hier auch mit dem österreichischen Aeroclub zusammen im Bereich der Flugschulen. Es ist ja so, dass die sogenannten DTOs, die Declared Training Organisationen, einerseits vom österreichischen Aeroclub als zuständige Behörde für den Bereich Segelflug und Ballon betreut werden und für Luftfahrzeuge und Flugzeuge von der Austro-Control. Es gibt natürlich auch Vereine und Betreiber, die hier zwei zuständige Behörden haben für eine Flugschule. Das wird hier adressiert. Es wird gemeinsame Audits geben. Es wird aber auch eine Safety Tour 2022 geben, wo hier gezielt mit DTO-Workshops auf die Erfordernisse der Flugschulen eingegangen wird. Und das Ziel ist, definitiv hier Erleichterungen zu schaffen, aber auch, sage ich mal, hier Standardisierungen zwischen den beiden Behörden durchzuführen. Effizienz ist und hier sehr, sehr wichtig, auch für den Betreiber. Und das sollte man auch dieses Jahr bereits merken. Schon seit einigen Jahren wird vom BMK die Webpage sicherfliegen.at betrieben. Das ist eine Zusammenführung von sehr vielen Informationen von allen zuständigen Behörden. Die arbeiten hier zusammen, um alle Themen, die den Piloten betreffen, hier auf einer Seite zusammenzufassen. Die Seite ist in Entwicklung laufend. Es gibt die News dort, es gibt Veranstaltungsinformationen, es gibt Informationen zur Flugsicherheit, es gibt Informationen und Links zur EASA und es gibt auch einige Tools, die Ihnen helfen werden hier im Bereich der Flugsicherheit. Es ist sehr wichtig, dass die Seite nicht nur von den Behörden hier dargestellt wird, sondern dass hier aktiv mitgearbeitet wird. Das BMK ist hier sehr interessiert daran, hier
Anregungen und Feedback aus der Praxis zu bekommen, wie die Seite verwendet wird, wie man sie ausbauen kann. Bitte wenden Sie sich hier an das Servicebüro des BMK, wenn Sie Ideen haben dazu. Und Sie werden feststellen, in den nächsten Jahren wird sich diese Seite sicher entwickeln. Ein ähnliches Programm gibt es auch von Seiten der EASA. Wer sich laufend die EASA Homepage ansieht, wird feststellen, wie aktiv dort Informationen zur Verfügung gestellt werden. Das Ziel ist hier, gemeinsam an der Sicherheit zu arbeiten. Für den Bereich der General Aviation ist hier die General Aviation Community, die man joinen kann. Bitte, es gibt dort fast 8000 Members aus ganz Europa, die hier mitarbeiten. Es können Fragen gestellt werden. Es gibt hier eine unterschiedliche Reihe von Topics und Sections, wo Sie Informationen finden, die Ihnen helfen, letztlich bei Ihrem Flugbetrieb und bei Interpretationen der Regeln. Die Topics sind ganz wesentlich und für uns gerade im Bereich der Flugsicherheit sind es hier wirklich wichtige Safety-Tipps, wie zum Beispiel den Sunny Swift, der hier eine kleine Comic-Serie ist, die es seit einigen Jahren gibt und wo er zum Beispiel hingewiesen wird, wie in dem Fall, ja, dass es wesentlich ist, bei der Flugvorbereitung nicht gestört zu werden und hier nicht zum Beispiel zu telefonieren, sonst gibt es Vorfälle und wir hatten sie auch, wo an Luftfahrzeugen, Segelflugzeugen oder Motorflugzeugen dann die Vorflugkontrolle nicht ordnungsgemäß und vollständig durchgeführt würde. Und wir hatten sogar Flüge mit einzelnen Luftfahrzeugen, wo noch so Verkleidungen, Schutzverkleidungen aus Stoff von Leitwerken angebracht wurden, die dann letztlich zu Vorfällen führten. Das gilt es zu vermeiden. Hier finden Sie wichtige Informationen. Bitte schauen Sie auf die General Aviation Seite der EASA. Sehr, sehr wichtige Informationen, tolle Sachen für Segelflieger, Ballone, Flugzeuge im Bereich der General Aviation. Ich möchte auch auf die Just Culture Ombudsstelle hinweisen, die es seit einiger Zeit im BMK gibt. Sie werden vielleicht fragen, was bedeutet Just Culture? Das ist eine sehr richtungsweisende Änderung im Bereich der Luftfahrt. Es ist ganz klar, dass die Aufgabe der Behörden ist, hier die Flugsicherheit zu erhöhen. Aber natürlich gibt es hier einen Zwiespalt zwischen einer Strafbehörde, die auch, sage ich mal, strafen kann, ja. Und das ist natürlich eines der Tools, aber das andere Tool ist das Tool der Information. Um hier den richtigen Mittelweg zu finden, das beschreibt im Prinzip Just Culture. Das ist auch rechtlich abgesichert. Wichtig ist hier eine ordentliche Meldekultur zu haben. In der EU-Verordnung 376 aus 2014 ist klar festgelegt, dass es für Flugsicherheitsmeldungen keine Strafen als Folge gibt. Ja. Sie finden hier auch Informationen am Ausdruckkontroll Online-Meldetool. Bitte melden Sie hier Vorfälle. Es ist wichtig, dass die Informationen fließen, dass sie zu uns als Behörde kommen und dass wir entsprechende Maßnahmen einleiten können zur Flugsicherheit. Sollten hier Schwierigkeiten sein in der Interpretation der Just Culture, und es ist schwierig, es ist auch für uns als Behörde sehr schwierig, das hier sinnvoll und gut anzuwenden, bitte wenden Sie sich an die Just Culture Ombudsstelle im BMK. Auf nationaler Ebene gibt es immer noch das Programm, hier die nationalen Regeln an die EU-Regeln anzupassen. Hier gibt es immer noch einzelne Differenzen. In mehreren Phasen wird hier versucht, die Änderungen durchzuführen. Die Phase 1 wurde schon abgeschlossen. Derzeit arbeiten wir in der Phase 2. Die Zivilluftfahrzeug-Lärmzulässigkeitsverordnung wird hier angepasst. Hier gibt es schon einen vollständigen Draft, der in Kürze in die Novellierung geht. Hier geht es vor allem um die Anpassungen im Bereich des Ultraleicht-Bereiches für 600 Kilogramm. Eine größere Änderung ist Arbeit für die ZLLV, die Zivilluftfahrzeug- und Luftfahrzeuggeräteverordnung, um hier die Anpassungen für den Bereich Amateurbau, historisch, ultraleicht Luftfahrzeuge, also jener Bereich, der national übergeblieben ist, entsprechend an das EU-Recht anzupassen. Ja. Hier ist doch eine Menge Arbeit notwendig, um das zu machen, aber das läuft im Hintergrund weiter und Sie werden einzelne Schritte feststellen. Also ZLZV erwarten wir in diesem Jahr, ZLLV wird, denken wir, erst mit dem nächsten Jahr die nächste Novellierung kommen.
Das war die kleine Übersicht über die Flugsicherheitsschwerpunkte 2022. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Season Opener. Bitte benutzen Sie die einzelnen Vorträge, picken Sie sich das heraus, was für Sie wichtig ist. Ich wünsche Ihnen sichere Landungen 2022. Dankeschön.